Ach, Eisen wird langsam Mangelware. Lasst uns anfangen. Wird gemacht. Ich höre. Ja. Schwester! Stehe bereit! Und da ist wieder eine Elfe gefallen. Noch eine Elfe. Wohin soll ich gehen? Eismagerin und eine Heilerin. Wir sind in Gefahr! Befehlt! Sie kreisen uns ein! Wir sind in Gefahr! So, dann marschieren wir mal mit der Armee raus. Was soll ich tun? Warten darauf, dass wir uns... Geht es los? Endlich wieder kämpfen! ...restlichen beiden Verteidiger fertig sind. Sammeln hier noch. Der ist nett. Eine neue besondere Waffe, die wir tragen können. Einen Feuertanz tragen wir bereits. Naja, ich kann Urias Bescheid geben, dass die Belagerung gebrochen ist. Ich habe schon ein paar Rotholzbögen eingesackt, ha? Ja, da leichte Kriegskunst, leichte Rüstungen, 11. Das könnte eine ganze Weile dauern. So wie auch leichte Rüstung 7. Oder leichte Rüstungen 8. Oh, Zauberzone der Heilung 5. Ja, das wäre jetzt mal ein Grund. Heilzauber weiter zu steigern. Grüße, Freund. Okay, du hast nichts mehr zu sagen. Grüße, Freund. Du auch nicht. Okay. Willkommen zurück. Ich brauche Malikors Schlüssel. Ist er noch am Leben? Ja, und auf dem Weg hierher. Er entsendet Grüße und bittet euch, mir die Truhe zu öffnen. Gut, hier habt ihr den Schlüssel. Kommt mit, ich zeige euch, wo sie steht. Okay. Die Maske ist in einer verschlossenen Truhe in der Grenzfeste. Malikor hat Tana Klingensang den Schlüssel gegeben. Folgt Tana zu Malikors Truhe und nehmt ihr die Maske. Tana zeigt den Standort von Malikors Truhe. Mit dem Schlüssel wird diese zu öffnen sein. Dann ist dieser Teil der Maske errungen. Willkommen zurück! Okay.
Ja, den silbernen Schlüssel benutzen. Als der silberne Schlüssel das Schloss entriegelt, springen die silbernen Bänder von der Truhe. Sie kann nun geöffnet werden. Jo. Der erste Teil der Maske ist damit unser. Hey. Grüße, Freund. Gut, du hast nichts Neues zu sagen. Befehlt! Meine Axt wartet schon. Wohin soll ich gehen? So, dann machen wir mal ein bisschen weitsichtig Gebietserkundung. So, dann kann der Avatar ja, also unser Charakter sehr weit sehen. Also ja, eigentlich habe ich erwartet, dass er da runterglotzen kann. Kann er aber scheinbar nicht. Oh. Malikor nimmt jetzt den Weg. Auch gut. Sie ist auch wieder zurück, wo sie hingehört. Gut, hier können wir uns einen kleinen Einblick verschaffen. Da ist nämlich auf jeden Fall noch eine Truhe und da ist der Weg nach oben zum Portal in die Windwaldberge. Wir sind in Gefahr. Ja, ich gehe. Wir sind in Gefahr. Na dann, gehen wir mal da. Und tun auch das Portal freimachen. Oh, noch mehr Todesboten. Was? Wehrt euch, Schwestern! Elend schnell wie ein Pfeil. Zu den Bögen! Geht weg! Schließt die Reihen! Geht weg! Also ja, ich hatte erwartet, dass unsere Verteidiger einmal einen Hammer werfen und dann in den Nahkampf gehen. Ja. Was soll ich tun? Nicht, dass es so enden würde. So, Khazar hatte ein Helm des Ordensritters. Auch gut. Karte der Geheimgänge. Ah.
Die Karte zeigt den Geheimgang unter der Festung. Dies könnte ein Hinweis auf den Verräter sein. Morten Thame muss davon erfahren. Mhm. Ja. So wie es aussieht, gibt es da oben einen Spawner, der... Ja. ...die Dinger nachspawnen lässt. Ich gehe. Was soll ich tun? Befehlt! Ja, Skelettgeneräle und ein Haufen anderer Asche. Viecher. Hier sind nur Ruinen. Ja, ich denke mal, jetzt, wo die Untoten befriedet sind, sollten die mal hier anfangen, die ganzen Ruinen abzureißen. Auf dass sich aus diesen Ruinen nicht keine Untoten mehr erheben können. Aber wenn man sich das ansieht, das stimmt schon. Auf der Seite ist reines Ödland. So, warten wir, bis unsere Armee da ist. Wehrt euch, Schwestern! Haltet durch, Männer! Geht es los? Oh, der erste Verteidiger ist Schließt die Reihen! Wehrt euch, Schwestern! Ja, Portal in die Windfallberge. Zu den Bögen! Was? Ja. Oh, da ist noch eine Kiste. Komme ich an die ran? Ach so, okay. Dann plündern wir erstmal. Da wird wieder irgendeiner von dem Bären oder Büffel angegriffen. So, währenddessen können wir mal Steinmetz und Schmelze. Ah, sehr schön. Also ja, ich weiß, das wird nicht reichen. Ein Steinmetz.
eine Schmelze für die Mine. Und ein Zerstörer. Schmiede große Waffenkammer.